Herzlich willkommen im Zockert und Hauptquartier. Und heute sind wir wieder im Beatsaber unterwegs, weil das hat ein Update bespendiert bekommen für ein paar Tagen. Und das wollte ich euch mal zeigen, den OS 3 mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Tracks. Aber das sind ziemlich gute Nummern. Aber ich finde den OS 1, den 2er und den Monster Cat besser. Den Monster Cat ist sowieso der beste von allen. Alle Tracks von Beatsaber bis jetzt, meiner Meinung nach. Und was ist neu dazugekommen? Es gibt einen Color Editor, wo man sich verschiedene Customs einstellen kann. Ich habe jetzt ein Farbschema gewählt, das mir sehr gut gefällt. Ist nachempfunden, meine Lieblingsspiele, Mushima Summer of Utari, ein Arcade-Shooter ist das, ein Bullet-Hell-Shooter. Und deswegen habe ich Pink und Grün genommen, was die vorherrschenden Farben in diesem Spiel sind. Und ich habe das ganz gern, weil das im Hintergrund oft orange oder grün leuchtet. Das kann man sich alles einstellen, wie gesagt. Du kannst auch schwarz-weiß einstellen oder egal, alles. Du kannst alle Farben mischen. Das ist sehr umfangreich. Wie du hier siehst, kannst du dir auch einen fetten Farbspektrum alles einstellen. Du kannst dir einstellen den Hintergrund, wie die Farben sein sollen. Die Blöcke, die werden dann mit den Sabern synchronisiert. Du kannst dir auch einstellen diese Tunnel. Wände, die kannst du dir auch einstellen, wie die kommen sollen. Also alles. Und du kannst dir noch die Environments einstellen. Du kannst dir einstellen die Hintergründe, die kompletten, die Laser, die im Hintergrund, auf die hat man meistens eh keine Zeit, dass man da hinschaut. Aber das kann man da auch einstellen. Das ist wirklich cool, das ist wirklich mehr als gedacht. Ich dachte, du kannst da wirklich nur die Blöcke und die Saber einstellen, aber nein, du kannst da relativ viel einstellen. Dann würde ich sagen, ohne große Umschweife, schauen wir einen kleinen Track an. Sehr heiß heute, musst du kurz in die Brille wischen. Alright, gehen wir das an. Vibrieren. Hört ihr das? Bam! Alright, das war gar nicht so schlecht. Na gut. Ja, da noch so ein kurzes reinstuppern, damit ich euch das zeigen kann. Und ist eines der Must-Have-Titel auf der PlayStation 4 oder jedem Feuersystem. Und wenn man, ich habe schon einige Leute gehört, dass ihnen das Spiel zu teuer ist für nur einen Guitar Hero Klon. Aber Leute,
Das ist so, als würde man sagen, ich will Mario 3 auf dem NES nicht spielen, ich will God of War auf der PlayStation 4 nicht spielen, ich will Tetris auf dem Game Boy nicht spielen, ich will... Mann, holt euch das Scheiß-Game, wirklich. Macht es! Alright, ich bin raus. Gut, grüß euch, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich habe am Wochenende eine Zockertron-Party bei mir in meinem Keller und ich denke, das nächste Video, das abgeloadet wird, wird vielleicht sogar das sein. Oder morgen habe ich eine Rec Room Party mit meinen Online PS4R Buddies, dass da eventuell was live kommt. Aber werden wir mal schauen. Ich verabschiede mich mal jetzt. Grüße euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye bye. Pfiat euch.